Willkommen zurück zur GT Academy 2013. Mein Name ist Troftu, ich let's play das Ganze für euch. Und wir gucken uns mal eben kurze Wiederholung zu Übung 3 an, die ich in der verlorenen Folge gemacht hatte. Und danach widmen wir uns eine ganze Folge lang mit dem dritten Streckenabschnitt. Dem dritten Streckenabschnitt, das war kein richtiger deutscher Satz gerade eben. Und ich kann jetzt noch weiterreden, denn dieser Ladebildschirm ist so ultra lang. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, lohnt es sich immer, meine Folgen bis zum Ende zu gucken, denn da kommen teilweise Bombenzeiten am Ende raus, wenn ich mal meine Fresse halte und nicht die ganze Zeit laber. Unter den Top 2000, auf jeden Fall unter den Top 1700 bin ich da sogar gelandet. Weltweit. Und das ist eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. So, da fällt unser Wagen also durch diese... Oha, was ist das? Ein Grafikfehler, oh mein Gott. Durch diese schnelle Rechts-Links-Kurvenfolge. Das Spiel ist natürlich noch lange nicht final, ne? Das kommt irgendwann im November oder so raus. Also da werden sicherlich nochmal 3 Monate oder so dran gearbeitet, dann geht's irgendwann in Druck. Und da sind wir schon im Ziel. Dieser Sektor geht gar nicht mal so lang. Laden oder abgeschmiert? Schwarzer Bildschirm. Hallo? Aha, ein Laden. Nein. Nein, das ist wieder dieses wie bei Gran Turismo 5, wenn das GT-Logo eingeblendet wird, schmiert's ab. Ach, Mann, da schmiert man also die GT Academy ab. So sieht's also aus. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, PS3 eben kurz einmal neu gestartet und weiter geht es direkt mit der GT Academy. Übung Nummer 3. Bevor wir da reingehen, machen wir es wie in den anderen Folgen auch. Wir gucken uns vorher die Online-Ranglisten an. Da sehen wir nochmal meine Zeit auf Platz 1, auf Rang 2 GTA 13 Drift, auf Platz 3 Red Bull, geil, auf 4 Toyota WD und auf 5 Dummy 98. Mehr Freunde haben mir noch nicht teilgenommen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und wir gehen also mal direkt rein in den Wettbewerb, gucken, ob wir uns da nochmal so steigern können wie am Ende der letzten Folge. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann guckt da nochmal rein. Da bin ich unter den Top 1700 gelandet. Und bei der großen Anzahl an Teilnehmern, das ist gar nicht mal so ohne, finde ich. Nette Geschichte dazu noch, als es die Vettel-Herausforderung in der Saisonveranstaltung gab, ich glaube 2011, als Vettel Weltmeister wurde, da habe ich dann auch teilgenommen mit dem X2010 und bin nach Abschluss des gesamten Zeitraumes unter den Top 5000 oder Top 3000 gewesen, ich weiß nicht mehr so genau. Und bei der wirklich enormen Anzahl an Teilnehmern, da hat fast jeder irgendwie mitgemacht, war das schon krass. Hier bin ich momentan 10.000. in der Herausforderung. Gestern war das noch Platz 7.000 oder so. Naja, hier wurden wir nicht ganz so viel verdrängt. Ich denke mal, die Leute machen das auch nicht so wie ich, dass sie jeweils eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit mit den einzelnen Rennen verbringen, sondern die hauken sich wahrscheinlich den ganzen Tag an einen Challenge hin, um da die möglichst beste Zeit rauszuholen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier fahren muss. Habe ich auch vergessen, die Geistwiederholung zu laden. Das holen wir gleich noch nach. Wenn wir hier lang schlittern, machen wir noch mal eben kurz. Und ich hänge mal mein Kopfhörerkabel wieder nach hinten, sonst höre ich wieder nichts außer Rauschen und Knick und Knack. Geistwiederholung laden. Das ist die da. Das muss einfach sein. Eine Sache, die ich mir wünschen würde, dafür noch Zeit zu haben, ich glaube, das passt leider nicht mehr, ich muss auch irgendwann mal anfangen zu packen, wäre wirklich ein echter Vergleich von GT5 und GT6. In GT5 gibt es ja auch den 370Z und natürlich gibt es ja nicht den Silverstone Circuit, das ist mir schon klar, aber die Sache auf Suzuka oder auf dem Autumn Ring, das könnte man doch wunderbar noch vergleichen, einmal so in der Ego-Perspektive, einmal von außen. Ich weiß leider auch nicht, ob ich es nach dem Urlaub hinkriege, weil nach dem Urlaub ist ja vor dem Urlaub bei mir. Und auch das wird wieder eng und das finde ich echt schade, wenn ich da nicht die Zeit zu habe. Ich hoffe, dass das dann irgendein anderer YouTuber macht. Ja, das war schon blöd angefahren hier. Hier zu weit raus, hier kommen wir ins Schlittern. Ah. Mist. Naja, wir werden uns wieder so 20 Minuten Zeit nehmen, um das Ganze zu fahren. Vielleicht diesmal ein bisschen weniger Gerät und ein bisschen mehr Konzentration.
scheint in der letzten Folge was gebracht zu haben. Shit. Gerade hier denke ich mal, macht das nochmal einen großen Unterschied, ob ich mich 100% aufs Fahren konzentriere oder nebenbei noch aufs Reden. Bei Gran Turismo sind das so gewohnte Bedingungen, da weißt du, wie alles passiert, da kannst du dich viel mehr so vom Unterbewusstsein auch her drauf einstellen. Aber hier... Mist, hier habe ich nicht so das Gefühl für den Wagen. Der reagiert noch irgendwie ein bisschen anders, sodass ich viel mehr mit meinen Sinnen auf den Wagen reagieren muss. Da sieht man, der Wagen schaukelt sich regelrecht hoch. Spät gebremst, doch troff du. Richtig spannend wird spannend vor allen Dingen. Ich habe nur das Wort erfunden, spannend. Naja, richtig spannend wird es auf jeden Fall erst bei der ganzen Runde. Da darfst du nicht mal eben so einen Neustart machen, wenn du ein kleines bisschen verkackt hast. Ich weiß auch gar nicht, wie lange eine ganze Runde dauert. Habe ich ja Gott sei Dank noch nicht im Voraus aufgenommen. Die ersten drei Sektoren waren das, die leider verloren gegangen sind in der Folge. Ab Sektor 4 und ganze Runde seht ihr dann wieder... ganz fresh, vielleicht können wir hier noch am Geist vorbeigehen. Fünfter Gang, nee, der zieht uns wieder weg. Eine 26,3 und das wäre auch schon eine lockere Goldzeit gewesen. Eine halbe Sekunde unter Gold sogar. Also mit dem Lenkrad ist auf jeden Fall Gold locker möglich. Ne? Einfach nicht die Geduld verlieren und nochmal dranbleiben. Wie es mit dem Controller ist, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Da kann ich mir leider keine Meinung zu bilden. Ich könnte natürlich jetzt mit dem Controller fahren und das ist ein bisschen... sinnlos, meine Zeit dann so zu verschwenden. Und gerade wenn man, das ist auch eine Sache, die ich in der verlorenen Folge angesprochen habe, also falls ihr die nicht gehört habt, da könnt ihr dann auch nochmal reinhören, was ich da gesagt habe. Gerade wenn man sowas öfter macht, hier GT zockt und so, dann lohnt sich auch eine Anschaffung von so einem Lenkrad, ne? Gerade Gaming ist ein so übelst günstiges Hobby, ne? Ich meine, guckt sich doch Leute an, die irgendwie Autos als Hobby haben. Ja, die kaufen sich dann Autos und machen dies und das damit und alles. Boah, nee. Da kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Ich bin auch generell nicht so autoaffin, wie man es vielleicht denken könnte als Let's Player von Gran Turismo. Könnte man ja meinen, ich bin hier so voll, ne, voll so, yeah, Auto und so. Aber ich beschäftige mich eigentlich überhaupt gar nicht mit dem Thema, außer dass ich ab und zu mal Autorennen gucke oder halt GT spiele. Sonst eigentlich so gut wie gar nicht. Und auch so, so von der Art, natürlich habe ich einen Führerschein, ne? Ich kann natürlich Auto fahren, das ist klar. Braucht man ja auch für einige Jobs, deswegen dachte ich mir, komm, brauchst du halt, ne? Aber ansonsten, wenn es sich vermeiden lässt, werde ich mir kein Auto kaufen. Sehe ich halt nicht so den Sinn drin, ne? Ihr müsst euch mal die Kosten vor Augen halten. Entweder du kaufst halt das Auto, du liest es oder keine Ahnung, wie du es besorgst. Es gibt ja zig Varianten. Und vier fliegen aus der Kurve. Es gibt ja zig Varianten, wie du ein Auto besorgen kannst. Da musst du noch Wartung bezahlen und Sprit und Versicherung. Und das sind alles so viele, so hohe Beträge teilweise, dass es sich viel mehr lohnt, die öffentlichen Verkehrsmittel und ab und zu mal ein Taxi zu benutzen. Das wurde schon mehrfach durchgerechnet, dass das eigentlich die viel lohnenswertere Variante für die meisten Menschen ist. Und ja, das wäre dann halt meine Variante. Da kannst du auch den Stellplatz sparen. Ich weiß, dass ich ihn nicht hochgeschaltet habe, das war jetzt Absicht.
Nein, so ein Stellplatz. Wie viel Quadrat... Wie viel Quadratmeter der wegnimmt? Das sind locker 8 Quadratmeter. Müsste alles mitrechnen. Auf jeden Fall zurück zum Thema Gaming ist ein günstiges Hobby. Rechnet doch einfach mal, wenn ihr jetzt noch keine PS3 habt und Bock auf Gran Turismo hättet, ja? Dann kauft ihr euch eine PS3, vielleicht irgendwie im Bundle mit Gran Turismo und zwei anderen Spielen oder so für 200 Euro. Ja, diese Bundle existieren zu diesem günstigen Preis. Dann habt ihr vielleicht mit den anderen Spielen so 30, 40 Stunden Spaß. Wenn dann irgendwie Uncharted und Little Big Planet drin ist, dann denke ich mal, hast du mit 40 Stunden schon eine ganz gute Zahl. Und dann hast du halt GT, wo du erstmal zig, 100 Stunden reinstecken kannst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Let's Play so ist von der Zeit her, aber das ist ja nicht alles, was ich reingesteckt habe. Ich habe noch viel mehr Zeit in GT 5 reingesteckt, als das, was mein Let's Play ausmacht, denn die ganzen Beastback-Sachen haben wir praktisch nebenbei laufen lassen, beziehungsweise ich nebenbei laufen lassen. Kam ja nicht im Let's Play. Und dann rechnet das einfach mal um auf die Kosten pro Stunde, wie viel man fürs Hobby ausgibt. Und dann überlegt euch andere Hobbys, wo man da, boah, wie viel Geld man da teilweise ausgibt. So pro Stunde. Mies. Ein sehr teures Hobby wäre zum Beispiel Fliegen, also echtes Fliegen. Wäre eine Sache, die ich echt gern machen würde. Jetzt in meinem Alter könnte ich schon Segel- und Normalflugschein machen. Würde ich auch gern machen, aber der Preis, ne, allein schon für die Ausbildung musst du zigtausend Euro in die Hand nehmen. Auch wenn ich es halt irgendwie cool fände, richtig, richtig cool. Aber irgendwie, naja, wenn du überlegst, das Geld, ne? Da könnte ich mir genauso gut eine LED-Anzeigenwand irgendwo in den Keller hängen oder so und dann mit 3 PS3s GT 5 auf Breitbild spielen, das geht ja. Ne, man kann ja 3 PS3s mit 3 GT5-Versionen nebeneinander verwenden. Das ist zwar ein bisschen aufwendig. Am PC geht sowas mit einem PC und 3 Monitoren. Aber es ist jetzt nicht so geil, dass ich das nochmal machen will. Ich habe ja 3 Monitore. Habe ich jetzt irgendwie im Battlefield mal ein bisschen probiert. Da hast du dann echt ein schönes Blickfeld. Aber so viel kannst du nicht wahrnehmen mit den Augen. 2 Monitore würde theoretisch noch okay sein, aber dann hast du einen Rahmen in der Mitte, das ist wieder gay, wenn du so die ganze Zeit in die Mitte guckst, wo ja normalerweise der Hauptfokus des Spiels liegt. Und dann immer nur den Rahmen hast, dann ist das blöd. In FIFA war es halt cool, ne? Dann hast du 3 Monitore und siehst dann links Spielfeldende, rechts Spielfeldende. Dann hast du so einen gewissen Überblick, der dir einen Vorteil über den Gegner verschaffen kann. Mein Gott. Ich konzentriere mich jetzt mal mehr. Mehr. Nicht weniger, mehr. Ein bisschen zu viel abgekürzt. Es ist immer eine knappe Entscheidung, da zu gucken, ah, fahre ich noch über den Curb oder kürze ich schon ab. Da ist die GT-Academy natürlich sehr, sehr streng, kann man auch nachvollziehen, ganz klar. Aber es ist auch nicht willkürlich, man merkt halt schon, ah, okay, das war ein Fehler. Ah, hier habe ich ein bisschen zu viel Platz gelassen. Und da war dann wieder mal das Gras. Le Gras. Ich habe überhaupt nicht abgekürzt. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum die Zeit da oben rot ist. Ach, jetzt habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Und Neustart.
Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge angefangen habe, dadurch, dass wir die kleine Unterbrechung hatten. Mit dem Aufhängen des Spiels. Aber wie gesagt, das ist eine Demo, ne? Also, das hat jetzt... Ah, fuck. Das hat jetzt noch nichts zu bedeuten für das endgültige Spiel, dass da irgendwie, dass sich das die ganze Zeit aufhängen wird oder so. Komm, ich muss den Körper genau erwischen. Das war ganz gut. Das war zu weit. Da sieht man auch, wie mein Geist einfach viel mehr in der Kurve hängt und dann beim Rausbeschleunigen halt einen Fehler macht. Und genau diesen Fehler beim Rausbeschleunigen, den darf ich nicht machen, dann sind wir vor dem Geist und machen nochmal eine Bestzeit. Und das ist ja mein Ziel. Ich möchte halt wirklich nochmal in jeder Folge hier den Geist schlagen. In den ersten Folgen habe ich es geschafft. Dann schaffe ich es hier ja wohl auch noch. Das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Nein, da bricht er mir aus. Na, kriegen wir noch? Das wäre natürlich zu geil. Denn diese Wiederholung hätte ich zu gern als Geistwiederholung. Zieh dran! Ach nein, leider nicht. Schade. Moment, das möchte ich mir nochmal angucken. Da sind wir nämlich ziemlich lustig lang geslidet. Ja, Zielzeit, bla bla, das kennen wir alles. Erstmal kurz speichern. Für spätere Verwendung. Und dann gucken wir uns das mal eben kurz an. So, ab geht's also in die schnelle Kurvenpassage und wir werden sehen, es wird rutschig. So, da... Boah, was für ein Drift. Oh ja. Tja, Leute, ne? Ich kann doch driften. Ne, coole Aktion auf jeden Fall. Aber noch nicht den Geist geschlagen. Mist. Yeah! Donuts! Mann! Mann! Also ich habe mich aber mittlerweile an die Grafik dieses Spiels gewöhnt. Es sieht halt anders aus als GT 5. Halt ein bisschen verwaschen, nicht mehr so scharfe Kanten. Ich mochte die scharfen Kanten von GT 5. Aber viele andere Leute fanden das ja nicht ganz so geil und hier bin ich blöd rausgekommen. Aber vielleicht reicht's für den Geist. Ich glaube, es reicht. Er ist hinter uns. Yes, wir schlagen ihn. In your face, guys. In your face. Eine 26.002. Eine 25.999 hätte natürlich noch ein bisschen besser ausgesehen. Rangliste sagt, unter den Top 7.133 Leuten. Na, versuchen wir es nochmal oder nicht? Ich weiß nicht. Ach nee, komm, wenn wir uns die Zeit mal angucken, dann sind wir auch knapp nur eine Sekunde drüber über dem Online-Rekord. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich speichere die Geistwiederholung und sage danke fürs Zuschauen. Morgen widmen wir uns dann einem für mich komplett neuen Abschnitt, dem letzten Sektor in der GT Academy 2013. Dann gibt's Übung 4. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüss, euer Trofftu.